Jetzt, wo ich Alhamdulillah einiges Grundlegendes erläutert habe, als Basis, inshallah, werde ich ein bisschen über die muslimische Frau sprechen. Die muslimische Frau, die den Islam praktiziert, die Allah liebt, die fromm ist und Gottesfurcht hat, die Gottesfurcht besitzt, Taqwa hat und die zumindest etwas Wissen über den Islam hat, diese Frau ist edel und besitzt Würde. Solch eine Frau hat Allah unter vielen Frauen auf der Welt auserwählt. Solch eine Frau ist selbstbewusst. Sie ist nicht den Zwängen der Gesellschaft Sklavin. Nein, sie ist eine zufriedene Dienerin des höchsten Herrn Allah subhanahu wa ta'ala. Sie versucht nicht der männlichen Mehrheitsgesellschaft zu gefallen. Sie möchte das Wohlgefallen ihres Schöpfers erreichen. Sie macht nicht mit beim Wettkampf, wer ist die verführerischste, wer ist die schönste im ganzen Land. Sie ist die Miss Schönheit ihres Gatten, ihres Ehemannes. Sie hat es nicht nötig, sich gesellschaftlichen Erfolg durch reizvolle Kleidung zu erreichen. Sie möchte das Gute aus dem Diesseits und dem Jenseits. Sie ist nicht dem Druck anderer Frauen unterlegen, die versuchen, ihren Chef durch ihre Weiblichkeit zu beeindrucken. Sie will Pluspunkte bei Allah Azawajal sammeln. Sie steht keine Stunde vor dem Spiegel, um der Öffentlichkeit zu gefallen. Sie ist selbstbewusst. Wenn sie ihre Religion, den Islam, gut praktiziert, dann verlässt sie das Haus nicht mit Make-up. Sie bedeckt nicht nur ihr Haar alleine, das schon von Weitem ein Signal und reizvoller Blickfang für Weiblichkeit und Schönheit ist. Sie zieht auch weite lange Kleidung an, die ihre körperlichen Formen bedecken, den islamischen Regeln entsprechend. Diese Kleidung ist nicht von greller Farbe, sodass sie schon von Weitem Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah 33, Vers 59, ein Befehl für die gläubigen Frauen. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Die muslimische Frau, die den Islam gut praktiziert, sie verdreht nicht die Augen der zum Teil verheirateten Männer auf der Straße und zieht nicht ihre Blicke auf sich. Es reiche, dass Allah inshallah mit ihr zufrieden ist. Sie möchte nicht die Zufriedenheit der Masse durch Bloßstellung ihrer Reize. Sie möchte sich den Männern nicht präsentieren, nicht zur Schau stellen. Sie besitzt Würde. Sie ist nicht den Trieben der männlichen und sie ist nicht den Trieben der Mehrheitsgesellschaft unterworfen. Sie hat sich Allah ergeben. Das Wort Muslim ist ja, dass wir uns Allah ergeben. Sie macht sich für keinen anderen Mann als ihren Ehemann schön. Und wenn sie noch nicht verheiratet ist, dann kleidet sie sich trotzdem islamisch. Sie versucht keinen Mann zu werben, der sein Gebet nicht verrichtet, reizvoll gekleideten Frauen nachschaut, mit denen gerne plaudert und sich auf der Straße herumtreibt. Sie möchte einen Mann, der betet, den Islam praktiziert, Allah liebt und fürchtet. So ist es auch am ehesten gewährleistet, dass er ihr nicht fremd geht. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor so etwas Schlimmem. Sowieso möchten Männer, die beten, eine islamisch gekleidete Frau heiraten. Diese Frau vertraut auf Allah und weiß, dass Allah schon niedergeschrieben hat, welchen Mann sie inshallah heiraten wird. Also hat sie es gar nicht nötig, sich zur Ehemannssuche zur Schau zu stellen. Die gute muslimische Frau entblößt ihre körperlichen Reize nur vor ihrem Ehemann, der es auch verdient hat. Dieser Mann, so ein Islam gut praktiziert, behandelt seine Frau gut, nach dem Beispiel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser Mann versucht Tag für Tag ehrliches Geld zu verdienen, inshallah, ohne dabei seine Gebete, geschweige denn das Freitagsgebet zu vernachlässigen. Denn er weiß, dass Allah der Versorger ist. Ein muslimischer Mann, der seine Religion gut praktiziert, behandelt seine Frau wie einen Diamanten, ja noch mehr, wie den wertvollsten Schatz, den er besitzt. Sie ist die Prinzessin seines Hauses. Er präsentiert sie nicht dem Chef oder seinen Freunden. Er ist eifersüchtig, aber ohne zu übertreiben, weil er sie um Allahs Willen liebt. Er bringt sie und holt sie ab, zum Beispiel von ihrer Freundin. Er berührt keine fremden Frauen, die nicht zu seiner engen Familie gehören. Kein Umarmen, keine Küsschen, kein Händereichen. Nicht weil diese dreckig wären, diese Frauen, oder dergleichen, sondern weil Allah den Kontakt zwischen den Geschlechtern verboten hat, wenn sie nicht eng verwandt, verheiratet oder die Schwiegereltern sind. Das heißt, so Cousin, Cousine auch nicht, aber Onkel, Tante und so dürfen berührt werden. Alle die man nicht heiraten kann.
und auch wegen dem Recht, das seine Gattin an ihm hat. Wenn er gesellschaftlich bedingt mit fremden Frauen spricht, zum Beispiel am Elternsprechtag, mit der Lehrerin, dann vermeidet er den Blickkontakt, damit er nicht Gefallen an ihr findet, an ihren Reizen. Auf der Straße senkt er seinen Blick, um der Verführung der fremden Frauen zu entgehen. Und genauso tut es seine Gattin, die senkt ihren Blick, um der Verführung der fremden Männer zu entgehen und um die fremden Männer auch nicht zu verführen. Seine Gattin weiß die schwere Arbeit ihres Mannes zu schätzen und ist nicht widerspenstig bzw. zickig. Dies um ihre Würde oder ihre islamischen Rechte zu verlieren. Wenn sie von ihm schlechte Behandlung bekommt oder die Beziehung nicht mehr ganz in Ordnung ist, kann sie den sogenannten Wali, ihren Vater, Bruder, Onkel oder Großvater einschalten. Dieser Wali ist eine Pflichtbedingung bei der islamischen Heirat. Er hat eine friedensstiftende Funktion und sorgt dafür, dass die islamischen Rechte der Frau gewährleistet werden, also ihr Vater, ihr Bruder oder Onkel oder Opa. Solch eine muslimische Frau respektiert und wird respektiert und respektiert sich selbst. Im Alter hat sie nicht die Probleme vieler älterer nicht-muslimischer Damen, die sich aus Gewohnheit ihrer frühen Praktiken immer noch stark schminken, um in der Gesellschaft angeblich schön zu sein. Und nicht die Probleme von Frauen, die sich reizvoll kleiden, während sie einen Kinderwagen vor sich herschieben und der Gatte auf der Arbeit ist. Nein, diese muslimische Frau ist wertvoll, sie ist selbstbewusst, würdevoll, stolz, aber nicht hochmütig. Sie ist für ihren Ehemann wie eine Perle unter Sandkörnern, die ihren Glanz vor den Augen fremder Männer verbirgt. Diese Frau will nicht durch Reduktion auf ihr Aussehen Karriere machen. Sie möchte hohe Stufen Paradies erreichen, inshallah. Sie will nicht das Wohlgefallen der Gesellschaft auf sich ziehen, indem sie sich präsentiert. Sie versucht das Wohlgefallen Allahs, inshallah, zu erreichen. Und sie liebt und fürchtet Allah und Allah liebt sie, inshallah. Und Allah hat die gottesfürchtigen Frauen vor vielen anderen Frauen auserwählt. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين